So, willkommen zum zweiten Video von Ghostwire Tokyo. Ich denke mal, ihr habt das erste Video schon geguckt. Beziehungsweise müsstet ihr es wahrscheinlich, das werdet ihr ja gar nicht abgeholt von der Story. Ich lebe schon wieder. Halt dich bloß fern. Der ist gefährlich. Das stimmt gar nicht. Der überlebt den Nebel. Also, der Nebel macht ja eigentlich gar nichts aus. Naja. Ja, aufheben immer noch auf der Tasse. Okay, da ist natürlich rum, okay. Wohin muss ich überhaupt? Ich kann hier nicht lang, ne? Nee. Was ist das? Finden wir es raus. Wen haben wir denn da? Sie sind uns im Weg. Schalte sie aus. So, ich probiere mal Sneaky. Drei Stück. Ach, scheiß auf Sneaky, ey. Also die Kämpfe an sich sehr einfach. Ich habe das Spiel jetzt auch, ich spiele es auf normal, ne? Das ist auch so eine Sache. Das ist schon einfach. Was ist hier? Darf ich hier rauf? Was ist nur mit diesem Nebel? Du musst da schnell weg! Beeilung! Gefährlicher Nebel, Nebel. Leben kann ich umbringen. Du tust. Ja, okay. Ich denke mal, später bekomme ich irgendeine Fähigkeit, damit ich das wegmachen kann oder so. Jetzt bin ich schon da. Ich muss hier raus. Ah, okay. Ich muss das. Okay. Check. Habe ich verstanden. Gut, wir können die Tore immer noch reinigen. Hey, wirf mal einen Blick in den Schrein. Also kam der Nebel aus diesem Tori? Sieht so aus. Hätte gar nicht gedacht, dass man es Rakatashiro. Die nehmen wir mit. Das war's, gehen wir weiter. Was das wohl ist? Bitte schön. Okay. Kannst du drüber? Okay. Ist die Gasse jetzt hier auch bereinigt? Nö. Okay. Aber hier kann ich jetzt trotzdem nicht, ne? Nee. Warum bellt er? Da drüben. Halten wir sie auf. Es ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mehr als genug Schaden angerichtet. Ich wollte ihn dafür aufhalten, ne? Dass er da nicht weitermacht.
Ach, der hatte nur 86%, habe ich gerade gesehen, okay. Der Nebel muss sie in Geister verwandelt haben. Vielleicht können wir ihnen helfen. Hol mal eines dieser Katashiro raus. Es ist wirklich sehr viel mit LT. Also wirklich. Sie wurden eingesogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt 2. Halt mal Ausschau nach einer Telefonzelle. Was? Die gibt es noch? Jetzt mach einfach. Okay, eine Telefonzelle. Müsste die in dem Bereich sein? Sammle ich auch mal auf. Da vorne waren aber eigentlich auch noch welche. Ich weiß nicht, darf ich hier raus? Ist im Bereich? Ich denke schon. Oh, Geld. Gib mir. Okay. Maika. Maika macht das Würstchen. So, ja, guck mal, Junge, ich bin reich. Aber eine Telefonzelle. Oh, da gibt's was zu essen. Aber was ich gerade sagen wollte, ich werde hier sehr schnell abgelenkt von Loot. Das ist sehr gefährlich von mir. Oh, ich wollte die Tasche haben. Ach, hier ist die Telefonzelle. Ja, ich werde immer abgelenkt. Ich weiß nicht. Bin ja sehr leicht. Mit LT machst du super viele Sachen. Das ist wirklich. Okay, was krass. Jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Was zum. Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. Verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Was ist das für ein Teil? Du, ein vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seelen retten. Jetzt töt's versandt. Du bist kein Retter. Zur Seite treten. Komm schon, wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. Sehr gut. Geister, aber es ist 200.000. Okay, zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugenzaka. Oh, ich kann ihn streicheln. Streicheln. Hallo. Streicheln. Da. Schwester, es handelt sich um ein Gerät. Mit. Ein Freund von Keke. Man hilft ihnen. Geister? Mehr Geister. Okay. Achso, das ist ein Kollege von ihm gewesen. Ich hatte jetzt kurz gedacht, das wäre der Typ dieser Böse gewesen. Und ist dieser Ed noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein. Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt? Stufe 3 geworden. Kann ich jetzt nicht irgendwas skillen? Ah, oh, guck mal. Okay, bekomme ich Leben dazu. Nicht schlecht. Perfektes Blocken, Konter. Na, die greifen mich eh nicht an. Kernschwächen, Dauer erhöht. Okay, dann sind die länger geschwächt. Das Tempo.
Nach unten zu stößen beim Aufschlag der Schockwelle mit einem Radius von 6 Metern. Okay, aber die Taste gefällt mir nicht. Erlaubst du eine schnelle Auflösung an einen Gegner auszuführen, die sich nicht bemerkt? Okay, nicht schlecht. Töne des Gegners mit einer Fähigkeit. Kann nicht von Gegnern unterbrochen werden. Das wird sich geil an. Schön die Seele rausreißen. Gefällt mir. Gegner, die am Boden liegen. Okay. Schnell auslöschen. Auch nicht schlecht. Tempo erhöhen von dem Geistding. Ne, das brauche ich nicht. Bewegungstempo beim Ducken. Ne. Erzeugt Ether, wenn Gegner mit Schlagangriff. Achso. Mit der Dingsfähigkeit. Okay, ne, das brauchen wir nicht. Was gibt's hier? 15 Fähigkeitspunkte braucht das. Was ist das hier? Wird freigeschaltet noch, okay. Ich fand das mit dem Rausreißen ganz geil. Von dem Nahrungsmittel gleichzeitig tragen. Ja, ist ja scheißegal, das brauche ich nicht. Ich nehme das mit dem Rausreißen, das gefällt mir. Das war das hier, ne? Ja. Zack. Nutze es weise, Kleiner. So, warte mal, ich muss mir jetzt Ausschau halten. Nach den Geisterleuten. Was ist das? Ist jetzt nicht wichtig. Ich geh weiter. Ja, ist nicht wichtig, das tötet mich. Ist nicht wichtig, sagt er. Da vorne war so ein Typ. Den zerlege ich jetzt mal direkt. Zack. Der Baum wirkt fast schon lebendig. Echt unheimlich. So. Da sehe ich nichts. Es ist hier sehr linear, finde ich. So ein bisschen. Oh. Vielleicht findest du dort ja was Nützliches. Ich gehe shoppen. Ist das eine Katze? Genau genommen, ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind. Hier kann man Katashiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird es, Seelen zu retten. Ach so, oder ich muss... Wofür wir das wohl gebrauchen könnten? Hundefutter. Hier gibt's die ungewöhnlichsten Sachen. Dann ist das Stecken. Oh, hier gibt's ein Jean. Die sind lecker. Ich finde das komisch, dass er so nachlädt. Ich weiß nicht, habt ihr das gerade gesehen? Das Bild ist erst verschwommen. Ich nehme jetzt mal. Ich kaufe mir jetzt mal welche. Was? Eine hat 5000 gekostet? Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ach, du Ärmster. Das war echt teuer. Wir müssen in den zweiten Stock. Ach, kann ich da ja. Vergessen. In den zweiten Stock hier. Da ist das safe wieder ein Aufzug, den wir kriegen. Fand ich immer toll. Hey, keine Zeit für solchen Quatsch. Könnte geholt werden. Okay. Ey, ich verstehe aber nicht. Guck mal, der ist jetzt aktiv. Der aber nicht. Das hätten die mal anders machen müssen. Ja, komm, ich gönn mich jetzt mal. Wir machen ja hier ein paar Sachen. Was Gutes? Figur bekommen. Ich
schau mich erstmal hier um. Ach, guck mal, hier ist eine Telefonzelle. Was ist das denn? Für Löwentänze. Kann man... Gibt's hier auch... Inventar, Datenbank, Inventar, Karte, Mission. Gibt's da sowas wie Ausrüstung? Musik, Gegenstände. Also, dass ich mich ankleiden kann oder so? Das wäre mal was. Weil ich habe ja was... Eigentlich hatte ich ja was bekommen gehabt, als wir gestartet hatten. Charakter. Achso, das sind einfach alle, die ich kenne, okay. Tutorials, Fähigkeiten, Karte. Ne. Hm. Wohnst du hier? Wir müssen erstmal den Eingang freiräumen. Wie? Siege zeichnen, okay. Hey, was hab ich denn falsch gemacht? Achso, okay. Ich muss das ein bisschen schneller machen. Ich habe das ein bisschen zu langsam gemacht, glaube ich. Was ist da drin? Siehst du da? Erinnert mich ein bisschen an Hogwarts Legacy. Habe ich ja auch gespielt, aber nicht on-stream, habe ich privat gespielt. Wo sind wir hier? Ja, hallo? Jetzt habe ich Hundefutter, jetzt gebe ich den gleich mal ein Leckerchen. Es ist alles ein bisschen... Das lädt so nach, ne? Also ich spiele halt auf der Xbox Series S. Magnetische Messung. Okay. Alles auf dieser Karte liegt innerhalb der Barriere. Und du hast ja gesehen, was passiert. Jeder, der den Nebel darin berührt, verschwindet. Eine Barriere? Heißt das, alle in Shibuya sind weg? Tja, 50 bis 100.000 dürfen bis jetzt verschwunden sein. Vermutlich mehr. Das kann doch nicht sein! Die Opferzahl macht mir im Moment weniger Sorgen. Das Wichtigste ist, dass deine Schwester und unser Mann irgendwo hier drin sind. Aber wo nur? Wahrscheinlich nicht in der Wohnung. Wow. Ist das deine Geheimzentrale? Sei nicht... Hey! Ist das dein Buch? Kappas faszinieren mich, seit ich als Kind eins gesehen habe. Echt? Dann warst du schon immer so. Ja, schöne Person. Okay. Oh. Das hier ist Nahrung von der anderen Seite. Theoretisch ist das für uns essbar. Aber probier's erstmal. Das Zeug haut mehr rein als alles, was du kennst. Geister ist ein Lebenspunkt. Wieder mal Nahrung. Verbesserung Fähigkeiten. Ja, das habe ich ja gesagt, ne? Also, das ist wahrscheinlich irgendwelche Nahrungen. 9. September. Dass wir halt irgendwelche Nahrung wahrscheinlich einfach Buffs geben und wir dann später irgendwas machen können damit. Katana wäre geil. Connections. Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach, ich war einer von Japans Wachhunden, aber ich habe mit Streunern rumgehangen. Tja, was immer du bist. Ein anständiger Bürger bist du auf keinen Fall. Nehmen wir die Feinde nicht mit?
Warum habe ich jetzt einen Bogen, aber ohne Pfeile? Was soll das denn? Wer sind die? Wir waren mal Freunde. Die Betonung liegt auf wahr. Unser maskierter Freund hier schreckt nicht vom Töten zurück. Hätten wir auch nicht tun sollen. Dann habt ihr also zusammen gegen diesen Kerl gekämpft? Alles klar, jetzt haben wir eine Waffe. Zeit zu gehen. Ich wollte nur die Waffe holen. Aber wie gesagt, so ein Katana hätte ich auf jeden Fall Bock. Notizen. Aber echt. Wäre ja so typisch. Meldest du dich freiwillig? Auf keinen Fall. Eine Barriere? Sie wollen das ganze Gebäude zerstören. Finde eine Möglichkeit, die Barriere niederzureißen. Los! Wahrscheinlich muss er hochgehen. Barrieren frei! Zerschlag ihn! Es muss noch mehr geben. Such weiter! Ah, hallo, ich kann trotzdem nicht weiter, oder? Wo auf dieser Etage halt muss doch noch so ein Stein sein. Weil hier war anscheinend noch nicht komplett weg. Was ist hier los? Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wenn wir nichts unternehmen, sind wir so gut wie erledigt. Ich mach einfach mal. Das sieht doch schön aus. Kannst nicht mehr tragen. Er ist so weit weg. Schieße mit einem Pfeiler. Danke. Let's go. Ziel anvisieren und loslassen. Bang. Gut. Okay. Ach, ich muss noch mehr finden. Steine finden. Such weiter. Es ist eine Blockade einfach. So eine Barriere. So eine Frechheit. Solange er redet, kann ich wahrscheinlich nicht weiterlaufen. Ja, für die Toilette ist immer noch nichts. Hätte ja sein können. Aber mal schön zumachen. Kurz ducken, easy going. Ist ja hier alles. Wohin gehen wir jetzt? Sieh dich um. Irgendwas findest du schon. Da ist er klar. Keiner gesehen? Das war natürlich keiner. Ja, hier runter geht's. Ich denke mal, die Zeit ist jetzt nicht so ultrakritisch. Ich sag gerade aus wie so ein Typ. Kurz gesagt, ich muss gegen den kämpfen. Hier ist nix. Was zum? Er muss hier sein. Finde ihn. Ja, der muss hier sein. Das ist der Kerl. Zerstör ihn. Zack, hab ich. Geschafft. Ich konnte ja wieder nicht darauf hätte ich verzichten können. Sieh raus. Wer auch immer uns reingelegt hat, ist noch hier. Reingelegt, jawohl. Hat er nur eine Barriere gemacht? Die Barriere ist verschwunden. Dieser Plagegeist muss noch in der Nähe sein. Sieh unten nach. Nö. Erstmal aufs Dach gehen. Ah, sieht schon gut aus, ne? Und hier kann ich aber wahrscheinlich nicht die Seelen da befreien. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Bleach, ne? Diese. Die Leute, die halt die ganzen Geister mal befreien. Wie heißt das denn nochmal? Die Soul Society. Fühle ich mich jetzt gerade so ein bisschen um die. Ich muss die Geister hier befreien.
da jemand? Nein. Hallo? Aber du siehst sie auch, oder? Okay. Hör mir zu und tu, was ich dir sage. Geistersicht aktiviert. Okay. Wow. Ihm haben wir wohl die Barriere zu verdanken. Los, hinterher. Ich will auch so einen coolen Hoodie haben. Entschuldigung. Hat der so eine Maske? Ich wette, diese vier da sind bestimmt so für jedes Kapitel irgendwie so ein Endgegner oder sowas, aber... Was ist das? Verdammnis. Nutze meine Kraft und untersuche sie, wie vorhin. Wie? Welche Kraft? Die hier. Ich sehe was. Das ist der Kern der Verdammnis. Zerstöre ihn! Ich denke mal mit dem Bogen, oder? Scheint, als hätte die Verderbnis sie gefangen gehalten. Oh, ich hätte absorbieren können, ich Idiot. Manchmal ist gefangen mit dem... Kannst du die Quelle? Okay. Der Stadt muss es einige dieser Geister. Weiter geht's. Okay. Zack. Eingesammelt. Aber wo sehe ich denn, wie viele ich jetzt von den Dings noch habe? Hallo Katze. Ja, ich auch. Hier gibt es sogar Pfeile. Die machen es einem aber auch wirklich einfach. Boah, ich musste gerade niesen. Was ist das jetzt? Komm, wir gehen. Pfeile wieder drin. Krass. Die Spur endet hier. Vielleicht hat er uns bemerkt und ist geflohen. Naja, wenn das so ist, sollten wir einen kleinen Umweg nehmen. Nicht weit von hier gibt es einen großen Schrein. Vielleicht finden wir dort ja was Nützliches. Sehen wir ihn uns an. Ich bezweifle, dass uns das weiterbringt. Das werden wir dann sehen. Immerhin habe ich deinen Bogen in einem Schrein gefunden. Wohl eher gestohlen. Keine Ahnung, wer weiß. So. Sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde. Das war jetzt der zweite Teil. Ich weiß nicht, ob ich es weiterspielen werde. Ich denke mal, ich werde so eine Umfrage machen auf YouTube. Und ja, hängt dann darauf an, wie die Umfrage ausgeht. Ob ihr da überhaupt Lust zu habt oder nicht. Die Katze streicheln wir jetzt nochmal. Gedanken. Ich habe schlechte Laune. Ja, kein Wunder im Ding. Streicheln bitte. Wird die jetzt besser? Nö. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall werde ich eine Umfrage machen und ja. Aber das Spiel gefällt mir eigentlich. Also ist echt nett, das Spiel. Ich denke mal, dass es wird jetzt auch gar nicht allzu lange gehen. Vom Gefühl her, weil das Kapitel 1 ging ja richtig schnell vorbei. Und ich glaube, das hat, glaube ich, auch nur 4 Kapitel oder sowas. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, müssen wir mal schauen. Ich denke mal, wenn die Umfrage auf negativ eher umschwenkt, werde ich das vielleicht privat weiterzocken. Ja, nochmal gucken. Alles klar, dann bedanke ich mich und wir sehen uns und hören uns. Bis dann.